was ist das große Geheimnis dieser Talentschmiede im Wernfelser Land? Ja, man sieht da viele Langläufer, kleine Langläufer, die vom SC Partenkirchen, von Walga, von überall kommen. Und da kann man doch den einen oder anderen mal ansprechen, ob er auch mal schießen möchte. Und schießen zieht natürlich. Und so bleibt der eine oder andere hängen. Und wie man sieht, damals Magdalena, jetzt Laura. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, weil es sind noch etliche, die den Weg auch einschlagen werden. Ja gut, aber man muss ja sagen, auch in den anderen Vereine oder anderen Verbände wird so gearbeitet. Aber was zeichnet da dieses Wernfelser Land aus? Was ist da noch speziell, dass man so große Talente rauskristallisiert? Ich glaube, dass das bei uns sehr familiär ist. Wir sind ja der kleinste Skigau überhaupt in Bayern und natürlich auch national. Und es ist alles sehr familiär. Wir müssen in Kaltenbrunn alles, was da draußen steht, selber aufbauen, selber abbauen. Die Kinder müssen Hülsen glauben. Zigtausende, muss man sagen, Bleiglauben. Wir sind da auf landwirtschaftlichem Gelände und der Zusammenhalt und der Treffpunkt ist immer Kaltenbrunn. Also es wird einer auch nichts geschenkt oder so. Die müssen sich alles, auch was Schnee schieben, Schnee schaufeln, Piste herrichten. Wir müssen die Basis schaufeln, von überall den Schnee herholen. Wir haben leider halt nur eine Schneekanone und die nicht immer zur Verfügung. Also bei uns ist Handarbeit angesagt und die Kinder sind da beteiligt und das hält sich wahrscheinlich auch so zusammen. Aber wenn man so ein Ergebnis dann sieht, vor allem in der mit der Gesamtsieger Laura Dahlmeier heute hier im DSV Schülercup, dann ist ja das ja schon ein bisschen eine gerechtfertigte Sache oder kriegt man ein bisschen ein Feedback von einer wirklich harten, Monate, jahrelang harten Arbeit, oder? Das ist richtig. Man verbringt von der Früh bis auf Nacht die Freizeit da draußen. Natürlich auch ehrenamtlich, weil bei uns bloß die Trainer ihren Job haben. Ich habe halt Zeit dazu und bin den ganzen Tag draußen. Wenn einer kommt, dann kann er trainieren und kann was da und ist praktisch unter Aufsicht. Und das ist halt auch mit der Schule das Problem, dass wenn Trainingszeit ist, sind nicht alle da. Also musst 5 Tage anbieten. Und das für die Schüler, für die Jugend. Sie trainieren natürlich auch oft zu Zeiten mit Magdalena und mit Martina. Und das ist vielleicht auch der Ansporn, dass sie das auch im Kopf haben und gezielt daran arbeiten. Jetzt haben wir ja heute eine Gesamtsiegerin mit Laura Dahlmeier und einen dritten Platz, einen, wie ich finde, sehr guten dritten Platz von der Anna Neuner, der kleinen Schwester von der Magdalena. Wer hat heute ein bisschen gefeiert, Herr Heinrich? Ja, die müssen natürlich wieder heimfahren. Die haben Schule, die einzige, die da bleibt, abends zur Siegerehrung ist Laura. Aber die anderen haben halt im Gesamtergebnis nicht die ersten 6 erreicht. Also, aber die Anna hat halt ein gutes Ergebnis geliefert, weil die hat bis letztes Jahr noch nicht so an Biathlon gedacht. Das hat sie nicht so, das hat sie halt zum Spaß gemacht. Aber heuer hat sie richtig, muss ich sagen, einen Schritt nach vorne gemacht, sodass wir auch hoffnungsvoll bei ihr mal in Zukunft schauen können. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Herzlichen Glückwunsch nochmal für die Talentschmiede Wernfels. Danke. Dankeschön. Danke.